dass diejenigen, die versuchen, diese Menschen zu retten, kriminalisiert werden. Das spricht gegen jede Form von Humanität. Deswegen bin ich sehr, sehr, sehr froh, dass Lisa Flaum hier ist von der Seebrücke, die einige Worte dazu sagen wird. Lisa Flaum. Wir von der Seebrücke sind richtig, richtig froh, heute hier sein zu können, mit euch allen, mit einer Viertelmillion Menschen und unsere Stimmen zu erheben für eine offene und freie Gesellschaft, für Solidarität statt Ausgrenzung. Wir sagen ganz klar, Solidarität kennt keine Grenzen, Menschenrechte sind unteilbar. Wir brauchen keine weitere Abschottung, sondern ein offenes und solidarisches Europa. Wir brauchen nicht weniger Seenotrettung, sondern viel, viel mehr. Wir brauchen keine weiteren Grenzen und Mauern, sondern tausende Seebrücken. Wir wollen nicht weiter zusehen, wie PolitikerInnen von Menschenrechten sprechen und gleichzeitig diese mit Füßen treten. Unsere Solidarität gilt den Menschen, die unter Einsatz ihres Lebens übers Mittelmeer fliehen. Unsere Solidarität gilt denen, die vor Gerichten stehen, weil sie Menschen vom Ertrinken retten. Unsere Solidarität gilt denen, die es nach Europa geschafft haben, für ein Leben in Würde und gegen ihre eigene Abschiebung kämpfen. Migration ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Gesellschaft. Migration ist unsere Gesellschaft. Wenn in Chemnitz Menschen von Nazis gejagt werden, wenn Menschen nach Afghanistan abgeschoben werden oder wenn aktiv Rettung verhindert wird und Menschen im Mittelmeer sterben gelassen werden, dann können wir ganz klar ein gemeinsames Grundproblem erkennen. Und dieses heißt Rassismus. Die Seebrücke hat einen klaren gemeinsamen Nenner. Wir lassen keine Menschen an Europas Außengrenzen sterben. Kein Mensch darf mehr im Mittelmeer ertrinken. Kein Mensch darf mehr auf dem Weg in eine sichere Zukunft sterben. Deswegen brauchen wir sofort sichere Fluchtwege und Bewegungsfreiheit für alle Menschen. Und solange das nicht gegeben ist, die sofortige Wiedereinsetzung der zivilen Seenotrettung und keinen weiteren Ausbau von Frontex. Telegram-Gruppe angefangen ist, die Seebrücke zu einer riesengroßen sozialen Bewegung geworden. In über 150 Städten waren wir mit über 100.000 Menschen auf der Straße und haben gezeigt, dass wir richtig, richtig viele sind. Auch durch unseren Druck haben sich Städte und Gemeinden zu sicheren Häfen erklärt. Hier dürfen wir jetzt nicht locker lassen, sondern müssen dafür sorgen, dass diesen Worten auch Taten folgen. Die Seebrücke hat Menschen dazu gebracht, ihr Schweigen zu brechen. Sie hat motiviert, ihre Stimme gegen die mörderische Politik, die den Menschen an Europas Grenzen das Leben kostet, zu erheben. Menschen haben angefangen, sich zu organisieren, haben ihren ersten Demos angemeldet oder ganz alleine am Brunnen in ihrem Dorf auf das Sterben im Mittelmeer aufmerksam gemacht. Solidarität heißt selbst aktiv werden, heißt das Schweigen brechen, heißt sich der menschenfeindlichen Politik entgegenzustellen. Jede einzelne Person von uns, die hier ist, kann das tun. Jede einzelne Person muss das tun. Lasst uns gemeinsam Seebrücken bauen für grenzenlose Solidarität.